wir haben Jürgen Melzer hier eines voraus in Graz. Hier wird bereits über einen Sieg gejubelt und über was für einen. Zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte nach 1998 und 99 ist Sturm Graz österreichischer Fußballmeister und das wird auf dem Hauptplatz in der steirischen Landeshauptstadt natürlich ordentlich getan. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur großen Meisterparty des Meisters in der österreichischen Bundesliga 2011 von Sturm Graz. Über 15.000 Fans sind hierher gekommen auf den Hauptplatz, werden mit der Mannschaft in Kürze gemeinsam feiern. Doch bei all dieser Jubel, Trubel, Heiterkeit, Stimmung, die heute schon den ganzen Tag über nicht nur in Graz, sondern in der Steiermark herrscht, gibt es eine Hiobsbotschaft. Denn Sturm Graz hat einen prominenten Abgang im Management zu verzeichnen. Oliver Kreuzer, der Sportmanager, ist jetzt im Gespräch bei Gerhard Sauber. Oliver Kreuzer, wenn man die Bilder da sieht, was fühlt man, denkt man? Ja, es ist wunderschön, wie gestern Abend, das setzt sich gerade fort. Wir hatten gestern Abend schon eine super Stimmung und hatten dann anschließend auch eine tolle Feier, eine tolle Nacht. Und wenn man jetzt hier rausschaut, was da los ist, ist große Klasse, ja. Tolle Stimmung, aber vielleicht nicht zwischen allen, wie man hört. Sie könnten den Club verlassen. Stimmen diese Gerüchte, was ist da dran? Ja, es deutet darauf hin, dass ich Sturm verlassen werde, das ist richtig. Ja, manchmal kommt es unverhofft, aber es waren doch in der Vergangenheit sind ein paar Dinge passiert, die mir nicht so gepasst haben. Und natürlich für viele jetzt überraschend der Zeitpunkt, aber ich wollte natürlich die letzten Wochen nicht irgendwie irgendeinen Erfolg gefährden, aber ja, der Entschluss steht praktisch fest, ja. Das heißt, die Vertragsverlängerung war das Papier nicht wert, auf das es geschrieben wurde. Was ist der Grund dafür? Unstimmigkeiten im Vorstand, was auch die Vertragsverlängerung verzögert hat? Ja gut, der Vertrag, ja, wir waren uns eigentlich weitgehend einig, vor knapp 3 Monaten schon. Und aber bis heute ist da eigentlich nichts daraus geworden. Sprich, mir wurde nie ein Vertrag für Unterschrift vorgelegt. Und ja, es gab auch so innerhalb des Vereins immer wieder ein paar Kleinigkeiten, mit denen ich nicht so einverstanden war. Und ja, deswegen habe ich für mich persönlich dann einfach einen Schlussstrich gezogen. Haben Sie ein anderes Angebot? Wohin werden Sie gehen? Ich kann es Ihnen noch nicht genau sagen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Fest ist noch nichts, aber ja, es ist schade. Es ist schade, weil es waren 3 wunderschöne Jahre hier in Graz. Wir haben, glaube ich, auch erfolgreich gearbeitet. Und normalerweise glaubt man, sich jetzt freuen zu können auf die Champions League-Qualifikation. Aber nochmals, es sind halt Dinge passiert, die für mich nicht so tragbar waren. Und deswegen musste ich leider für mich persönlich den Schritt tun. Es wird ein kongeniales Duo, wie viele gesagt haben, zerrissen, Franco Foda und Sie. Was hat das für Auswirkungen auf den Club, auf die Mannschaft, auf den Trainer? Ja, das ist richtig. Es ist kein Geheimnis, dass ich mit dem Franco sehr gut harmoniert habe. Dass wir wirklich gemeinsam immer für den Sturm oder für Sturm Graz alles getan haben. Und ja, es ist schade. Es ist schade. Aber auch der Franco war ja auch ein Grund, warum eigentlich die Entscheidung erst heute rausging von meiner Seite. Auch die Mannschaft natürlich, das sind alles Top-Jungs. Ich glaube, wenn man nicht so einen guten Teamgeist, so einen guten Charakter in der Mannschaft hat, wäre dieser Erfolg gar nicht machbar gewesen. Für die Mannschaft, auch für das Trainerteam, auch für die Fans, das tut mir extrem leid, aber ich musste halt meine Schlüsse ziehen. Ja, bei aller Begeisterung, die hier herrscht, doch ein wenig Wehmut in der Stimme von Oliver Kreuzer, der Sturm Graz also verlassen wird. Noch wird hier aber gefeiert, auf jeden Fall in den kommenden Stunden in Graz. Die Spieler haben die Nacht zum Tag gemacht und bis 8
heute in der Früh durchgefeiert, sind hier am Nachmittag heute dann mit dem offenen Cabrio-Bus durch die Herrengasse hier entlang gefahren. Mario Haas hat dann den Meisterzeller den Fans präsentiert und anschließend hat es auch noch einen Empfang beim Bürgermeister gegeben und da haben sich dann die Spieler ins goldene Buch der Stadt Graz eingetragen. Jetzt geht es hier bei uns aber wirklich los bei der großen Sturm Graz Meisterfeier. Es sind vier Herren auf der Bühne, die ihre Abschiedsvorstellung geben in diesem Jahr und die eine inoffizielle Sturm Graz Hymne geschrieben haben. Die nennt sich Steirermans und Very Good. Das sind die Starkhogler. Der Kerl aus Zellantilla, wenn man jetzt der Steirer sieht, die Wasser für sie fliegt. Steirermens, am wäre ich gut, wäre ich gut vor allem gut. Einmal uns ein Steirer Schmäh, in das Streaming USA. Steirermens, am wäre ich gut, wäre ich gut vor allem gut. In der Schau, die Olle an, du bist der Steirer. Steirermens, am wäre ich gut, wäre ich gut vor allem gut. Es ist schon eine kuriose Geschichte vom Meister zum Konkursclub und wieder zurück und das innerhalb von nur 12, 13 Jahren. Sturm ist zuletzt hier gefeiert worden 1999 beim zweiten Titel, den die Mannschaft damals mit Ivan Osim als Trainer geholt hat und heute steht sie wieder hier, aber dazwischen liegt der wirtschaftliche Niedergang und eine ganz, ganz rasche Auferstehung. Wenn man bedenkt, dass Sturm 1909 gegründet wurde, dann 1996 den ersten großen Titel feiern konnte, das war der Cup-Sieg damals, und 1998 den ersten Meistertitel geholt hat, dann liegen da 89 Jahre dazwischen, zwischen dem Gründungstag und diesem ersten Meistertitel. Sturm neu, diesen Club gibt es seit 2007, da folgte der Zwangsausgleich mit vielen Schulden und ein finanzieller Kraftakt vieler Investoren und Sponsoren, die Sturm neu sozusagen wieder zum Leben erweckt haben. Und nur 4 Jahre später ist der Club bereits Cupsieger und Meister. Und jetzt werden die Spieler dieser erfolgreichen Mannschaft hier auf die Bühne gebeten. Ein großer Kader mit vielen Spielern, die natürlich unterschiedlich oft zum Einsatz gekommen sind in dieser Saison. Viele Spieler, die auch zu Beginn dieser Saison noch als Talente gegolten haben, unbekannt waren und jetzt wesentliche Stützen der Mannschaft geworden sind.
alle mit, oder viele mit Sonnenbrillen. Das heißt, offenbar war die Feier doch eine sehr, sehr lange. Gestern beginnend um 22.53 Uhr, als die Sturmmannschaft aus den Händen von Ex-Sturmpräsident Hans Rinner, dem derzeitigen Präsident der Bundesliga, den Meisterteller bekommen hat. Und sie haben uns ja im Gespräch erzählt, also 2-3 Stunden Schlaf, das war das Maximum. Manche haben auch durchgemacht. Hier natürlich die Freundinnen, Frauen vieler Spieler auch. Die Kinder haben wir vorher schon im Backstage-Bereich gesehen. Gordon Schildenfeld, der Rekordmann, was die Einsätze betrifft. Und Roman Kinas, der beste Torschütze dieser Saison bei Sturm mit 19 Treffern. Hätte er auch fast die Torjägerkrone geholt, aber wurde dann von Linz, dem Austria-Spieler, mit 2 Toren überführt. Hier Mario Kinzel neben Mario Haas, der zweite Mannschaftskapitän. Haas ja nicht mehr erste Wahl, aber ein ganz, ganz wichtiger Joker in dieser Saison. Der Hauptkapitän sozusagen, und Mario Kinzel, ein verlässlicher Spieler, schon über viele Jahre der zweite Kapitän. Stehen Sie jetzt ein bisschen doch auch gezeichnet von den gestrigen Feiern, würde ich sagen, denn sonst hätten Sie hier wahrscheinlich schon die Initiative übernommen und Ihren Meistertanz fortgesetzt, der ja auch heute schon zum Teil zu sehen war. Sami Muratovic, der auch im nächsten Jahr bei Sturm spielen wird. Heute wurde sein Vertrag verlängert. Ein ganz wichtiger Mann, auch mit 35, der in den letzten Spielen für entscheidende Tore gesorgt hat. Und hier die Jungen, die aber auch schon zu Größen aufgestiegen sind, und eine Konstante in diesen letzten stürmischen Jahren bei Sturm, noch in der Zeit des finanziellen wirtschaftlichen Niedergangs, aber jetzt vor allem wieder im Aufbruch, das ist Franco Foda. Seit 1997 ist er bereits bei Sturm, bis 2001 als Spieler, auch damals Meister, und hier wird er noch von Oliver Kreuzer, seinem kongenialen Partner, als Sportmanager beglückwünscht. Aber dieses Duo wird zerbrechen, wird im nächsten Jahr nicht mehr bei Sturm tätig sein. Oliver Kreuzer, sehr erfolgreich aus Salzburg gekommen, dort schon Meister gewesen und jetzt sehr gut gearbeitet bei Sturm, mit Herz, mit Liebe gearbeitet. Aber es gibt oft Situationen, da passt es einfach nicht. Und das ist scheinbar die Chemie zwischen dem neuen Vorstand und Oliver Kreuzer, die da nicht passt und die jetzt zur Lösung dieses Vertrages, oder besser gesagt zur Nichtverlängerung des alten Vertrages führt, weil der neue, wie er uns heute erklärt hat, ist eigentlich angekündigt, aber nie unterzeichnet worden. Vielleicht sieht jetzt im Bild Florian Kainz, vielleicht der Aufsteiger bei Sturm dieser Saison, der 18-Jährige, in den ersten Einsätzen in der Europa League gegen Juventus und in den letzten Partien mit viel Selbstvertrauen einer der Spielmacher. Auch die Damen waren gestern schon im Stadion als Gruppe, verschworene Gruppe unterwegs, so wie die Mannschaft, und das ist sicherlich eines der Erfolgsrezepte dieser Truppe gewesen, die ohne wirklich große Stars auskommt, nämlich eine verschworene Einheit ist abseits des Platzes und natürlich auf dem Feld. Einer fehlt aber noch und der wird jetzt auf die Bühne gerufen. Habe ihn erst zwar schon erwähnt, aber alle warten auf den Mr. Sturm, Mario Haas, jener Mann, der jetzt auch den Meisterteller mitbringt und mit ihm in einer Lederhose, wie alle seine Mannschaftskollegen, hier jetzt auch die Bühne betritt. Und jetzt wird sicherlich laut werden, wenn Mario Haas diesen Teller präsentiert. Zur sogenannten Sturmhymne, gespielt von Vollgas, auch jenes Lied, das jede Meisterschaftspartie im Stadion eröffnet. Mario Haas mit 426 Bundesligaspielen, mit 144 Toren, alle für Sturm, alle Spiele für Sturm, der Mann, der hier als Legende, als lebende Legende schon gefeiert wird in Graz. Und mitgeholfen zu diesem Meistertitel haben heuer sehr viele Spieler, die nämlich zu Einsätzen gekommen sind. Ein wirklich großer Kader. Insgesamt 19 Akteure
heuer dazu beigetragen haben, dass zum dritten Mal dieser Meisterteller von Sturm gewonnen werden konnte. Letzter steirischer Meistercup war der GRK im Jahr 2004. Nach dem GRK hat es ökonomisch kein Glück gebracht. Mittlerweile in der Regionalliga, kämpft um den Aufstieg in die erste Liga.